Es gibt ja Verbrechen, die sind so gut organisiert, dass sie sich völlig im Geheimen abspielen und erst irgendwann hinterher bekannt wird, dass es das Verbrechen überhaupt gegeben hat. Bei Wirecard war das anders. Das Unternehmen war ein Intensivfall, ein Beobachtungsfall über Jahre hinweg für Kontrolleure, für Aufseher, für Staatsanwälte, für Prüfer. Und trotzdem ist es gelungen, dass die Betrüger dort eben über Jahre hinweg einen riesigen Schaden anrichten konnten. Einst deutscher Börsenstar ist es nun das erste DAX-Unternehmen, das in die Insolvenz gegangen ist. Der Schaden für die Aktionäre und für die Geldgeber liegt bei fast 30 Milliarden Euro. Mein Name ist Florian Tonka. Ich bin parlamentarischer Geschäftsführer der FDP-Bundestagsfraktion. Und in den letzten 9 Monaten war ich derjenige, der sich im Wirecard-Untersuchungsausschuss tags und auch oft nachts dahinter geklemmt hat, versucht, die Wahrheit rauszufinden. Vielleicht kennt ihr mich ja auch aus Neo-Magazin Royal. Sie sind, ich sag mal, die treibende Kraft, der Motor im parlamentarischen Untersuchungsausschuss des Deutschen Bundestages. Ich begrüße von der FDP Dr. Florian Tonka. Rund um so einen Fall wie Wirecard ranken sich natürlich Spekulationen und Mythen. Zeit, jetzt aufzuklären hier bei Debunked. Mythos Nummer 1. Der Fall Wirecard hätte nicht verhindert werden können. Da war die Financial Times, eine renommierte Zeitung, die entsprechende Berichte geschrieben hat. Ein Zatara-Report, der aus dem Aktienmarkt kam, wo viele kritische Beobachtungen drin waren. Es waren aber nicht nur solche Medienberichte oder Internetrecherchen. Es war auch so, dass zum Beispiel die Finanzverwaltung, das deutsche Finanzbeamte bemerkt haben, da stimmt was nicht, da fehlen wichtige Dokumente und Unterlagen. Und sie haben die Staatsanwaltschaft darüber informiert. Es gab eine Mitarbeiterin der Bundesbank, die hat einen präzisen Bericht verfasst, was für Unregelmäßigkeiten und Auffälligkeiten es bei Wirecard gibt. Der ist bloß in der Versenkung verschwunden, der wurde nicht weiterverfolgt. Es war aber ja noch schlimmer. Es war nicht nur so, dass deutsche Behörden nichts getan haben, abgewartet haben, wie sich die Sache entwickelt. Sie haben sich am Ende sogar teilweise auf die Seite von Wirecard gestellt, das Unternehmen noch gestützt, in den Rücken gestärkt. Zum Beispiel hat die Finanzaufsicht bestimmte Aktiengeschäfte mit Wirecard verboten. Und sie hat Journalisten angezeigt, die kritisch über Wirecard berichtet haben. Mythos Nummer 2. Es war nur eine ganz kleine Gruppe um den flüchtigen Vorstand Marjalek, die alle getäuscht hat. Es ist ziemlich eindeutig, dass der Vorstand Jan Marjalek, der für das Asiengeschäft von Wirecard zuständig war, mit einer Gruppe von Vertrauten den Betrug im Kern organisiert hat. In Singapur dafür gesorgt hat, dass Unterlagen gefälscht wurden. In Dubai dafür gesorgt hat zum Beispiel, dass wenn mal ein Prüfer von EY zum Besuch kam, sich das anschauen wollte, ein Büro in einem Hochhaus angemietet wurde und da zig Menschen saßen und das sah so aus, als ob die alle für Wirecard arbeiten würden. Und als der wieder wegflog, war das Büro dann auch nicht mehr nötig und wurde wieder leergeräumt. Das war Marjalek und seine Leute. Aber war er das wirklich alleine mit einer kleinen Clique? Da spricht fast alles dagegen. In Wirklichkeit war den Beschuldigten spätestens seit Ende 2015 klar, dass der Wirecard-Konzern mit den tatsächlichen Geschäften insgesamt Verluste erzielte. Zum Beispiel hat uns der Insolvenzverwalter von Wirecard, der heute das Unternehmen abwickelt, erzählt, dass als er dort hinkam, die Kasse des Unternehmens komplett leer war. Da war keinerlei Liquidität mehr da. Und das, obwohl Wirecard noch kurz vorher Schulden in großem Umfang aufgenommen hat, sich also mit frischem Geld versorgt hat. Und deswegen muss man schon sagen, wenn ein Finanzvorstand oder auch ein Vorstandsvorsitzender eines Unternehmens dabei zusieht, wie der letzte Cent wegfließt, dann sieht das nicht so aus, als ob diese Leute irgendwie damit nichts zu tun hätten oder an die Zukunft des Unternehmens glauben. Von zentraler Bedeutung ist natürlich auch gerade die Rolle des Chefs des Unternehmens von Markus Braun, der gleichzeitig der größte Aktionär von Wirecard auch war. Braun wird beschrieben als Kontrollfreak, als jemand, der alles wissen wollte, als jemand, der im Unternehmen die Hosen anhatte. Das ist auch etwas, was natürlich sehr dafür spricht, dass er eben auch hier Bescheid wusste. Denn es ist kaum denkbar, dass ein Kontrollfreak, wenn sein Unternehmen jahrelang im Verdacht steht, Bilanzen zu fälschen, das nicht mitbekommt, das nicht rausbekommt. Und insofern ist es auch folgerichtig, dass die Staatsanwaltschaft in München, Markus Braun, diesen Vorwurf eben auch macht. Er wird sich sehr bald vor Gericht verantworten müssen. Und unsere Befunde im Untersuchungsausschuss stützen auch eher die Vermutung, dass Markus Braun eben nicht Opfer, sondern hier Täter gewesen ist. Klar ist aber auch, Wirecard hatte natürlich teilweise, vor allem in Deutschland und Europa, auch echtes Geschäft.
Und viele, viele Mitarbeiter haben dort daran geglaubt, dass sie bei einem Digital-Champion arbeiten und haben dort auch ihr Bestes gegeben für ihre Kunden. Also ein Generalverdacht gegen die Mitarbeiter verbietet sich auch. Mythos Nummer 3. Die Bundesregierung kann für den Fall Wirecard nichts. Olaf Scholz als Bundesfinanzminister sagt, die Bundesregierung würde keine politische Verantwortung dafür tragen, dass Wirecard so lange unentdeckt geblieben ist. Genau das Gegenteil ist richtig. Denn wenn ein DAX-Unternehmen wie Wirecard, ein Rising Star, ein Unternehmen, über das alle reden, so in Verruf gerät, wie das bei Wirecard passiert ist, wo von Bilanzfälschung ja auch in den Zeitungen die Rede war, dann geht das die Regierung was an. Und das wusste die Regierung auch. Deswegen hat sich die Bundesregierung, vor allem das Bundesfinanzministerium, über Jahre hinweg intensiv über Wirecard unterrichten lassen. Es ist festgestellt worden, dass noch nie in einem einzelnen Aufsichtsfall so viele Informationen, so viele Berichte von der Finanzaufsicht, von den Fachleuten zum Ministerium gegeben worden sind. Und dort waren viele Leute über Jahre hinweg mit dem Fall befasst und haben natürlich alles mitgetragen, was die Behörden bei Wirecard richtig oder auch falsch gemacht haben. Und genau deshalb ist Olaf Scholz auch verantwortlich dafür, dass vor allem die Finanzaufsicht im Fall Wirecard so kläglich versagt und sich auf die falsche Seite gestellt hat. Da kann er 100-mal sagen, er hat sich nicht darum gekümmert. Aber auch jemand, der sich um etwas Wichtiges nicht kümmert, ist am Ende verantwortlich für das Ergebnis. Aber auch die Chefin von Olaf Scholz, Bundeskanzlerin Angela Merkel, hat im Fall Wirecard eine unrühmliche Rolle gespielt. Sie hat sich im Herbst 2019, als Vorwürfe der Bilanzfälschung bereits bekannt waren, sich gegenüber der chinesischen Regierung auf höchster Ebene dafür eingesetzt, dass Wirecard als erstes europäisches Unternehmen auf den chinesischen Markt durfte. Und das hat Frau Merkel gemacht, weil sie 2 Tage vorher einen Lobbyisten von Wirecard getroffen hat, nämlich den früheren CSU-Minister Karl Theodor zu Guttenberg. Der kam zu ihr ins Kanzleramt und bat sie darum, sich in China für Wirecard einzusetzen. Das konnte gar nicht mehr überprüft werden. Sie hat das einfach gemacht und damit ist sie auch für diesen Fehler persönlich verantwortlich. Das kann sie auf niemanden abschieben. Übrigens ist im Kanzleramt auch noch etwas anderes. Mehr als merkwürdig. Frau Merkel hat einen Chefberater für Finanzpolitik, Herrn Röller. Herr Röller berät sie in all diesen Themen und war auch mit dem Fall Wirecard natürlich befasst und dem China-Einstieg von Wirecard. Und Herr Röller hat eine Frau, die eben auch in China sehr gut vernetzt ist. Und die Frau hat Wirecard geholfen, auf dem chinesischen Markt lokale Geschäftspartner zu finden, Kontakte zumindest herzustellen. All das schien der Kanzlerin aber auch nicht besonders wichtig zu sein. Obwohl man ja fragen könnte, ob möglicherweise ihr Berater Herr Röller auch eine eigene Beziehung zu Wirecard hatte und vielleicht seine Beratung auch deshalb in eine gewisse Richtung ausgeübt hat, nämlich Wirecard zu helfen. Die Öffentlichkeit darf erwarten, dass die Bundeskanzlerin sich bei Fällen wie Wirecard von Menschen beraten lässt, die da keine Eigeninteressen im Spiel haben. Wenn man sich jetzt fragt, warum lagen Regierung und Behörden so krass daneben bei Wirecard? Warum haben die sich in zentralen Fragen so sehr getäuscht? Dann kann auch eine Rolle spielen dabei, dass Wirecard sich eben eine Heerschar von Beratern und Lobbyisten gehalten hat, die auf die bayerische Landesregierung, aber auch auf die Bundesregierung Einfluss ausgeübt haben. Und das waren vor allem bekannte ehemalige Politiker und Beamte aus dem Lager von CDU und CSU. Ich nenne nur einige Namen, Karl Theodor zu Guttenberg aus der CSU oder Peter-Harry Carstensen, früherer Ministerpräsident Schleswig-Holstein, Ole von Beust, früherer Bürgermeister von Hamburg, Günther Beckstein, ehemaliger bayerischer Ministerpräsident, Klaus-Dieter Fritzsche, einer der wichtigsten Berater der Bundeskanzlerin über Jahre hinweg, der bayerische Polizeipräsident Waldemar Kindler, der als Pensionär für Wirecard vom Waffenschein über den Passierschein, die Corona-Regelungen, fast alles organisiert hat, was vor Ort nötig war. Und genau diese Vorgehensweise, diese Form von krassem Lobbyismus hat eben auch dazu beigetragen, dass Wirecard immer wieder mit seinen Botschaften in der Regierung auch ans Ziel kam. Mythos Nummer 4. Die Bundesregierung hat genug dafür getan, dass sich ein Fall wie Wirecard nicht mehr wiederholen kann. Die Bundesregierung hat den Fall Wirecard vor allem immer erstmal als einen politischen Notfall begriffen und nicht als einen Großschadensfall für die Anleger in Deutschland. Politischer Notfall, damit meine ich, dass Frau Merkel, Herr Scholz, Herr Altmaier und andere eigentlich vor allem erstmal im Kopf hatten, wie kann ich mich da selbst irgendwie rausretten, wie kann ich das so aussehen lassen, als hätte ich damit möglichst wenig zu tun. Das war eigentlich das Hauptziel der Bundesregierung von Anfang an und entsprechend kamen Fakten eben auch nur scheibchenweise und ohne den Untersuchungsausschuss hätten wir entscheidende Dinge, entscheidende Details über das Behörden- und Regierungsversagen nie erfahren.
Die Regierung hat den Untersuchungsausschuss auch an verschiedenen Stellen nicht konstruktiv begleitet, sondern uns das Leben schwer gemacht. Das fing schon damit an, dass die Koalition am Anfang beschlossen hat, dass es ein ganz kleiner Untersuchungsausschuss wird mit Minimalgröße, was uns die Arbeit erschwert hat. Es war ja sehr viel zu tun, sehr viel auszuwerten. Es war aber auch so, dass wir zum Beispiel immer wieder beantragt haben in jeder Sitzung, dass Zeugenübertragungen auch ins Internet gestreamt werden, dass die Öffentlichkeit dabei sein kann, wenn Zeugen ihre Aussage machen. Das wurde immer mit der Mehrheit von CDU, CSU und SPD im Untersuchungsausschuss abgeblockt und konnte deswegen auch nicht stattfinden. Also da war keine große Bereitschaft zur Transparenz und es wurde uns die Aufklärung eher schwer gemacht. Die Regierung behauptet aber auch, dass sie jetzt mit einem neuen Gesetz die wichtigsten Konsequenzen aus dem Fall Wirecard schon gezogen haben will. Ja, das Gesetz hat einen unglaublich sperrigen Namen. Das muss man sich überhaupt erst mal merken. Finanzmarktintegritätsstärkungsgesetz, das überall dort angesetzt wird, wo Olaf Scholz, Peter Altmaier und andere nichts zu sagen haben. Also bei den Aufsichtsräten, bei den Wirtschaftsprüfern, bei der Bilanzkontrolle. Da gibt es einen eigenen Verein, der das bisher gemacht hat, dem es jetzt weggenommen werden soll. Das sind dann die Sünden. Sozusagen. Die sind weit genug weg von der Regierung und da wird reformiert. Aber im Kern, da wo die Regierung eben auch selber für zuständig ist, vor allem in der Finanzaufsicht, da passiert deutlich zu wenig. Und genau das haben wir auch angemahnt. Eine Finanzaufsicht, die BaFin, die, sagen wir mal, wie ein Streifenpolizist überall auf dem Finanzmarkt unterwegs ist, die brauchen wir auch, aber vor allem brauchen wir eine BaFin, die, wenn es kritisch wird, wenn es schwierig wird, wenn es heißt Betrug, großer Betrug, wenn das aufzuklären ist, ganz, ganz schnell da ist und zwar mit vielen Leuten. Und das ist eigentlich der entscheidende Punkt und nicht irgendwie neue Regelungen für die Bilanzkontrolle. Also letzten Endes setzt das Gesetz die falschen Schwerpunkte. Wir haben eine ganze Reihe von Verbesserungs- und Alternativvorschlägen zu diesem Gesetz von Olaf Scholz und der Bundesregierung gemacht, die wir für euch im Quellendokument verlinkt haben. Und zwar in der Videobeschreibung. Fazit: Der Fall Wirecard hat kolossalen Schaden angerichtet. Erstmal natürlich finanziell für alle, die da ihr Geld verloren haben. Aber auch der ganze Ruf Deutschlands als Finanzplatz, als ernstzunehmender Wirtschaftsstandort, als Ort in der Welt, wo Gesetze auch durchgesetzt werden, wo Gesetze auch gelten, hat extrem gelitten. Viele sind verunsichert, kann ich noch in Aktien anlegen? Andere fragen sich, kann es eigentlich wahr sein, dass in Deutschland ein solcher Skandal sich abspielt? Und auf der politischen Ebene fühlt sich dafür keiner so direkt verantwortlich. Wie ist es eigentlich auch um unsere politische Kultur bestellt, dass wir das alles irgendwie aufklären und am Ende die politisch Verantwortlichen so tun, als wäre nichts passiert, als hätte das mit ihnen und ihrer Arbeit nichts zu tun. Und deswegen brauchen wir Reformen für den Finanzmarkt. Die FDP ist ja eine Fraktion, die vor allem auch sich für eine stärkere Aktienkultur einsetzt. Dazu gibt es ein eigenes Debunked mit meiner Kollegin Bettina Stark-Watzinger. Wir werden aber natürlich über die Frage Aktienkultur, Sicherung gegen Betrug, wie können Aktionäre wieder mehr Vertrauen fassen, uns auch mit der politischen Aufarbeitung weiter beschäftigen. Ich finde es eine Unkultur, eine riesige Fehlentwicklung in Deutschland, dass wir politisch Verantwortliche haben, die bei sich selbst in ihrem direkten Umfeld keine Konsequenzen ziehen. Weder Minister Scholz noch Minister Altmaier noch Bundeskanzlerin Merkel hat das in ihrem direkten Umfeld jeweils getan. Und das fordern wir weiter ein, weil ich glaube, dass das auch dazu gehört, dass die Menschen wieder Vertrauen in diesen Rechtsstaat in Deutschland fassen. Wenn ihr ganz, ganz tief in den Fall Wirecard einsteigen und noch viel mehr wissen wollt über unsere Arbeit, das, was wir rausgefunden haben im Untersuchungsausschuss, dann guckt ins Quellendokument. Da findet ihr alles, was wir dazu veröffentlicht haben. Ja, wenn euch Debunked, der Faktencheck der Fraktion, gefallen hat, dann schaut euch doch auch die anderen Folgen an. Es gibt zum Beispiel einen Faktencheck zum Mythos Soli, zum Mietendeckel, zur Rente und es kommen noch ganz, ganz viele weitere Folgen in den nächsten Wochen. Schaut sie euch an, am besten abonniert ihr den Kanal, dann verpasst ihr nie etwas. Wir freuen uns auf den Dialog mit euch. Bis dann!